Jo, herzlich willkommen. Hallo. Knapp ja, dran hier, ja. Da sind wir wieder. Ja, hallo Felix. Hi Stefan. Hi. Hallo da draußen. 30. Ausgabe haben wir heute. Plattenfreudste Television, ne? Ja, die 30. Genau. Krasse Nummer. Ja. Ist auch jetzt erstmal vor der Sommerpause die letzte Runde. Genau. Letzte Runde. Genau. Für jede Person, die das hier noch nicht gesehen hat und nicht kennt, so Plattenfreudste TV ist irgendwie glücklicherweise an Kohle gekommen und wir haben seither so unseren eigenen musikalischen Auftrag gestrickt, zu sagen, so, hey, was machen eigentlich die Künstler so? Wie geht das mit Kultur machen, mit Musik machen, mit Veranstaltungen? Nicht nur den musikalischen Auftrag, also stimmt. Insgesamt kulturell den Auftrag so. Kunst und Musik. Genau. Was es eigentlich heißt, irgendwie Musik zu gestalten, eine Musikstadt zu haben, in einer Musikhauptstadt zu leben, also die sich selber so nennt. Was das für Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten, vor allen Dingen für kleinere, freiere Spielstätten irgendwie mit sich bringt. Ey. Genau, und damit kommen wir eigentlich auch, das ist die Überleitung zur heutigen Sendung eigentlich. Ja, heute erzähl mal, was geht ab? Anachronism ist heute. Schon mal zum Mitdenken so, das ist 39.088.169 die Ausgabe. Kann man mal einfach so drauf rumkauen, vielleicht kommt man irgendwie drauf. Und heute spielt Munk Engelund, der steht schon parat an den Knöppis irgendwie so. Paul Michael von Ganski und am Ende dann noch Busexus. Zwischendrin haben wir einen Schnack mit den Anachronisma-Leuten und hören aus dem Archiv auch lauter Material, was im Rahmen von Anachronismus entstanden ist, weil die schon seit 5 Jahren hier an Bord regelmäßig Veranstaltungen machen. Ja, genau. So ist das. Haben wir noch eigentlich noch mehr zu sagen? Nö, erstmal nicht. Also es geht ja jetzt der Kultursommer los, der sogenannte. Da geht's ab heute, 15. war glaube ich, heute ist Start auf der Reeperbahn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Heute ist das. Genau. So, und da wird jetzt, treten wir mal ein bisschen kürzer und sind aller Voraussicht nach im September wieder auch am Start. Hoffentlich dann auch wieder mit Live-Publikum in einer kleinen etwas Variante. Abgespeckteren Variante. Sitzend etc. Wohl gesittet. Wie sich das so gehört, ja. Wie sich das so gehört, genau. Und ich glaube, viel mehr müssen wir jetzt auch gar nicht labern. Oder was sagst du? Im Fall hier rausdroppt, weil das Ganze hier schon 2 Stunden geht, so, es gibt alle Folgen und alle Inhalte auf YouTube, /msstubnitz701 ist der Account, da findet ihr alles, auch wenn ihr heute zum Beispiel jetzt noch dringend Wäsche machen müsst oder so und später gucken, dann geht das auch. Genau, kann man das auch nachgucken. Man kann auch einzelne Teile nachgucken, sind auseinandergeschnibbelt. Ja. Zum Teil. Teilweise. Teilweise, genau. Jetzt würde ich sagen, hier Bühne frei für Munk Engelund an den Geräten. Viel Spaß mit Musik. Genau. Abfahrt.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ja, da sind wir, sitzen weiter im Laderaum 4 hier an der 30. Folge Plattenfroster Television. Das ist das Radargespräch, das haben wir auch schon viel gemacht mit vielen Leuten, Kulturschaffende, Musiker und so weiter. Hier geht es eigentlich immer um so gesellschaftspolitische oder kulturgeschichtliche Dinger so. Heute sind zwei Leute hier von Anachronism, die Veranstalter sind, die Booker sind, die das ganze Ding durchschieben. Da wird man gleich viel erfahren davon so. Kasper, schön, dass du da bist. Tomek, cool, dass auch du da bist. Schön, hier schön, dass wir da sein dürfen. Ja, für jemand, der da draußen ist und nicht weiß, was Anachronism ist, was würde man dann da sagen? Was ist Anachronism? Was macht ihr da für eine Veranstaltungsreihe oder whatever? Wollt ihr da? Da das Ganze ein bisschen Kaspers Baby ist, würde ich gerne Kasper darauf ja, also das ist eine Serie, also eine regelmäßige Veranstaltung, die seit 5,5 Jahren hier auf der Stubnitz und unterschiedlichen Orten in Bremen stattfindet, wo wir versuchen, möglichst undogmatische Veranstaltungen mit sehr unterschiedliches Programm, aber alle in Richtung Elektroakustik und so herausfinden, Töner, viele, viele unterschiedliche, also eine regelmäßige Veranstaltung, um einen Raum zu geben. Ja. Genau, die ganze Nummer ist ja quasi so, ich habe das vorher auch mal so kurz vorgelesen, ich kann mir jetzt nicht merken, 39.088.169, so ist diese Ausgabe betitelt von euch. Was hat es damit auf sich so? Das ist so die, ich glaube, die 15. Stelle oder so in der Fibonacci-Reihe. Das kennen wahrscheinlich ein bisschen die meisten von diesen Schnecken, goldener Schnitt, ja. Sacred Geometry-Dingern. Ja. Das ist eine Zahlenfolge, die quasi 1, 2, dann 2 plus 1, 2 auf 3, ja. dann auf 5, 3 plus 2, dann auf 8, dann auf 13, dann auf 21 und so. Geht das weiter? Genau. Ja. Kann man sich den Rest dazu denken und deswegen ist man dann relativ schnell bei 3.900.000. Ja. Okay. Und das ist einfach eine interessante Reihe, würde ich mal sagen, nicht von 1 bis 100 zu zählen oder weiter, sondern das ein bisschen anders zu machen. Und so kann man vielleicht auch sagen, ist die Konzertreihe grundsätzlich so ein bisschen konzipiert. Das heißt ja auch, ich glaube, auf unserer Website steht Concert Series for Music and Non-Music. Ja. Also so vielleicht abseits der bisschen Radio, Mainstream, rein Musik, Party oder was auch immer Schiene, genau, musikalische, klangliche Konzerte und Performances. Ja, auch teilweise wo so Refrains und Strophen so, da löst sich ja vieles auf, ne? Oder es gibt das gar nicht und es wird mehr geschrien oder mal mehr nur Knöpfe gedreht. Also wir hatten auch schon Leute, die hatten nur Stimme, zum Beispiel eins hatten wir vorhin auf dem Weg drüber gesprochen, wie hieß sie nochmal, die das mit den vier Menschen. Louise Van Nelson. Ja, die hat quasi vier Menschen gehabt mit Kopfhörern, die dann Ansagen bekommen haben zu Worten oder so. Und diese Worte wurden dann mit Geräuschen oder gab es bestimmte Regeln für und dann auf jeden Fall interpretiert. Und Sagt man noch experimentelle Musik oder ist das schon fast eine Beleidigung? Weil, oder was ist das so? Ist das jetzt zeitgenössisch oder ist das dann schon wieder so Avantgarde oder so? Oder ist das? Post-Avantgarde. Jetzt kann man sagen, dass die Leute sich auf jeden Fall mit, also so ein, das sind Leute von klassischen Musikausbildungen und Musikerinnen, aber das geht ja ein Feld mit Tönen so experimentieren und sich nicht so alte Jazz-Standards runterreißen oder so. Ja. Also ich glaube, diese Non-Linearität auch von die Fibonacci-Folge und der Name Anachronism ist eher so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist, aber es passt auf jeden Fall gut. Da passt so alles rein von, das ist nicht so sehr undogmatisch. Und aber unabhängig davon, ob es jetzt experimentelle Musik ist oder wie auch immer die zustande kam, ist es auf jeden Fall, würde ich sagen, sehen wir das Ganze schon so als Experimentierfeld im grundsätzlichen Sinne. Genau, wie du schon angedeutet hast, wir haben Leute da, die ausgebildete Musiker sind und irgendwie damit touren und Konzerte spielen und das ziemlich on point machen und eine Show liefern quasi ungefähr. Aber auch Leute, die so wie ich auch damals das erste Mal dann irgendwie sich da mal ausprobieren und Bock haben, einfach live zu musizieren, zu jammen, zu zocken. Ja. Und
das sagen wir den Leuten dann auch immer wieder gerne, wenn man irgendwie merkt, ah, da macht jemand was und das ist irgendwie so noch, ich weiß nicht, habe noch nicht live gespielt und weiß nicht, ob man das herzeigen soll, dann ermuntern wir auf jeden Fall Leute im Sinne von, dass es jetzt alles nicht perfekt sein muss, was man da macht. Ja. Also das ist so eine Gibt es nicht die Aussage in der Kunst, wo so, keine Ahnung, wo es heißt, so eigentlich ist das Kunst, oder zum Malen zum Beispiel, sollte jedem Menschen zugänglich sein, das zu machen. Ist das auch vielleicht ein Ansatz von der Mucke, zu sagen, hey, du hast Bock, was zu machen? Probier aus, mach das und wir bringen dich auf die Bühne oder sowas und probier das aus. So. Ich weiß nicht, ob es jetzt so der Ansatz ist grundsätzlich dieses Jahr. Jeder ist Künstler und jeder hat seine Funktion von Fame, aber ich denke für Leute, wenn man Bock drauf hat und merkt so für sich selber, hat einen Punkt, das würde ich gerne mal zeigen. Und es war auf jeden Fall auch eine Idee, die sich mehr verstärkt hat über die Zeit, so von das ist so eine Floskel ein bisschen, aber so den Nachwuchs irgendwie auch in Bühne zu geben. Also wir machen nicht hauptsächlich, aber überwiegend würde ich sagen, dass unsere Bookings sind in den Feld Hamburg und Bremen und von Leute, die vielleicht nicht so viel Erfahrung hat und auf große Tour geht oder so und die da kommen können und sich nicht mit irgendeiner Bookerin sich zurechtlegen und auf ein Line-Up mit reingleiten und was machen. Und dann können die das halt auch hier machen. Und schreiben uns gerne an. Wir brauchen, wir brauchen Leute. c@anachronism.de. Ja, genau. Wie ist das eigentlich? Ihr beide heute hier, aber ihr seid eine ganze Booking-Crew oder so eine kleine, keine Ahnung, Hood an Leuten, die das irgendwie zusammen regelt? Ja. Wie läuft das denn bei euch? Hamburg, Bremen, wie bookt ihr, was macht ihr? Was ist das für eine Art von Netzwerkarbeit, die ihr da tut oder so? Wir sind jetzt gerade viele in Bremen. Du bist mittlerweile in Leipzig. Was aber auch immer Lukas Hamburg, ist Bremen, in Hamburg, ne? Jetzt. Lukas ist in Hamburg. Shoutout Lukas, Shoutout Steffen, der ist in Bremen. Und Shoutout Josi, die sitzt auch in Bremen. Ja. Ist im Umzugsstress. Genau, Norm und Steffen. Genau. Nils. Genau, und es gibt immer mal Leute, die dann... Es gibt einen großen Pool und da gibt es Leute, die dann jetzt nicht mehr so viel Zeit hat. Ja. Die machen Außenzeit, aber es kommt eigentlich, Bookings kommt immer von alle Ecken und dann guckt man, was so passt oder was so mehr drückt oder was auch was zusammenpassen könnte von die Konstellation, dass man nicht vielleicht drei Knopfdreher auf dem einen, also wir wollen schon gerne auch eine gewisse Diversität in die Line-Up bringen. Wir hatten ja im Vorfeld so ein bisschen gesprochen, so dass es halt einfach, also es sind ja wirklich, wie du gerade meinst, ja nicht so nur so Knöpfchendreher, sondern es ist halt wirklich das ganze Feld an, was halt alles denkbar ist, beziehungsweise vielleicht für Leute, die das nicht so kennen, auch was undenkbar ist. Also so, wo man hingeht und denkt so, boah krass, was ist das? Nie gehört, nie gesehen. Was ist das für Zeug, was die Person da spielt und so. Mhm. Ihr macht das seit 2016, das ist schon einiges, seit Dezember 2016, da ist ja schon einiges aufgelaufen jetzt so an... 15, ja. Wow. Da ist ja schon einiges aufgelaufen an verschiedenen Projekten und an Netzwerk und an Leuten. So, kennt einen Haufen Leute dadurch? Genau, und das ist auf jeden Fall, also wenn wir da ein bisschen drauf reinkommen, was das ist, auch für uns, außer eine Reihe mit Musik und coole Konzerten zu hören, ist es auch ein großes soziales Feld von, also über die Jahre, da ist viele Verknüpfungen zwischen Musikerinnen, Musiker, Veranstaltern, Zuschauende, neue Dinge entstanden und so, also quasi ein Club können wir es auch nennen. Ja. Also so viele Leute, die kommen dann auch immer. Die wissen nicht, was gibt vielleicht, aber die wissen, dass es ungefähr, also wird auf jeden Fall schräg und, und divers halt von Sound her. Ja, und halt regelmäßig, ne? Also bei euch weiß man halt so, alle zwei Monate mittlerweile, früher war es auch mal jeden Monat, ne? Früher war es jeden Monat und jeden erstmal ein halbes Jahr auf dem Schiff jeden Monat und dann war es jeden Monat in Hamburg und Bremen für ein paar Jahren und dann war es irgendwann nun zu viel für die Leute und dann haben wir uns jeden zweiten Monat. Ja, zu viel nicht für die, also für die Besucher, sondern nicht zu viel, sondern für euch als Booking-Team so von wegen. Wir sind halt in Bremen zum Beispiel, also hier heißt dann super der Mothership mit einer tolle Infrastruktur, mit Tontechnikern und Bars und alle rumherum bekocht und so und in Bremen sind wir durch unterschiedliche Orten, in einer Kneipe angefangen, wo irgendwann nichts war, hast du einen Falafel von der Ecke geholt irgendwie und dann ein anderer Ort, wo wir Bar schmeißen müssen, Einlass putzen, danach den Anlage aufbauen und jetzt sind wir in der Schwankhalle, wo da auch eine tolle Infrastruktur, aber
das war schon schwierige Zeiten auch, wo Leute nicht unbedingt so viel Zeit hatte. Ja, und da ist auch richtig was passiert. Ne? Mittlerweile ich seid ihr in der Förderung, also der Senat. Genau, sowohl in der Förderung als auch, wie du schon sagst, in der Schwankhalle, somit in der kulturellen, festen Institution in Bremen. Macht jetzt Hochkultur, oder? Wir machen jetzt, Anachronism zumindest in der Festung der Hochkultur. Ja. Und klar, also wie du schon sagst, das ist natürlich da strukturell viele Sachen sind dann einfacher. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob sich dadurch etabliert hat, wahrscheinlich nicht zuletzt, aber das ist natürlich auch schön, dass es da funktioniert und ja, dass der Senator für Kultur Bremen das auch so sieht und uns dadurch jetzt schon im zweiten Jahr fördert und das auch hoffentlich weiter tun wird. Shoutout Senator für Kultur. Bremen, Genau, ja, und doch, definitiv, da ist wirklich einiges passiert die Jahre und so schöne Sachen, wie dass man den Leuten auch ein bisschen Gage auszahlen kann, nicht nur für Fahrtgeld und den Hut an der Kasse. Ja, wie kann ich mir das vorstellen, so wie das läuft im Senat? Habt ihr da aktiv gesagt, so, ey, wir machen jetzt hier schon so und so lange Programm und gib mal Kohle? Oder, so eine klassische Bewerbung dann irgendwie, ne? Also im Prinzip schon, ja. Man zeigt dann irgendwie, was man schon über die Zeit gemacht hat und das spricht dann dafür, dass das ein laufendes Ding ist und dass es nicht irgendein Fake ist oder so. Und ich glaube, das hat so jede Stadt, dann kann man sich für einen bestimmten Topf irgendwie für Veranstaltungen bewerben. Und genau. Dazu würde ich sagen auch, dass wir die ersten 5 Jahre fast oder 4,5 Jahre auf jeden Fall ohne irgendeine Förderung oder so, also nur für Kasse und wir haben seit Anfang an 5 Euro an der Tür, also so auch ein bisschen die Zugänglichkeit der Musik, auch wenn Leute kein Geld haben, können die trotzdem kommen und das ist, war immer so auf den Gnaden die Musikerin, weil, keine Ahnung, wir können denen halt ein Fahrtgeld irgendwie für die Kasse abdrücken so und der Stubnitz hat dann die Minus ausgeglichen, dass wir da rumgekommen sind irgendwie, ne? Und das ist nicht wenig über die Zeit, aber jetzt ist da halt irgendwie auch wieder eine Förderung und wir können da halt ein bisschen machen, das fühlt sich cool an, aber ich muss da so sagen, alle waren einfach sehr froh, kommen zu spielen zu kommen, auf dem Schiff zu sein, einen Trip nach Bremen, ein Teil davon zu sein. Und Das ist wahrscheinlich schon auch was, das so, wie, keine Ahnung, ob das jetzt Community Building ist oder sowas, aber wenn man halt einen Tag in einem Ort spielt zusammen, dann am nächsten Tag zu einem anderen Ort geht, da passiert ja auch mehr, wie wenn man einfach nur kurz an einem Konzi irgendwie so ein paar Stunden zusammen klüngelt und um 11 geht man nach Hause oder sowas. So. Das wächst wahrscheinlich viel und das ist mit dem Grund auch, warum wir euch irgendwie, wo wir noch voll froh waren, als euch hier so auf die 30. Nummer nochmal hier reinzukriegen, weil eigentlich, ja genau, das ist halt eine Konzertreihe, die hier auch seit 5 Jahren durchläuft und immer eine Kontinuität auch abgebildet hat. So nicht nur einfach irgendein Konzert, sondern einfach immer alles klar, da ist Anachronism. Ja. Wer das mag, kann da kommen. Und auch so die Zugänglichkeit, 5 Euro, das rechnet sich halt niemals, ne? Also ohne Förderung oder ohne euer so selber reinpushen. Wäre das nichts. Ist das nicht vielleicht auch mal die Idee, das doch teurer zu machen oder so? Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das rechnet sich auch nicht, wenn du 20 Euro für nimmst oder also das ist halt und dann lieber eine solide Veranstaltung machen, die unterm Preis und manchmal auch unterm Radar läuft. aber als dann irgendwie, nee, weiß nicht. Muss das so sagen, also der Chef hat uns echt gerettet so viele Jahre und war so, ey, wir haben diesen 2 Veranstaltungen und jetzt zum Letzten war das erst in Hamburg und dann in Bremen, aber eigentlich haben wir das immer umgekehrt gemacht, so dass wir geguckt hat, was reinkam in Bremen und dann sind wir nach Hamburg gefahren und dann haben wir, okay, das haben wir, wir brauchen noch 100 Euro und dann haben wir das dann ausgeglichen, auch wenn da hier nicht so viel reingekommen ist, aber das hat sich auf jeden Fall gut gut gelaufen. Ihr habt auch während Corona jetzt schon ein paar Streams selber gemacht, einfach so auch DIY über Twitch rausgestreamt. Twitch Game läuft, ja. Twitch Game läuft. Ist das noch weiter in Planung oder, weil, also meine Frage auch vielleicht so ein bisschen so, funktioniert die Mucke im Stream oder brauchst du eigentlich Schalldruck und Lautstärke und Feeling von
Ja, eigentlich schon. Ich finde es schon, also so, das ist vielleicht ein bisschen wack jetzt in einem Stream-Format zu sagen, dass es nicht funktioniert, Leute. Nee, geht nicht. Das war nur die Hälfte des Spaß, so. Aber ja, ist auch so, ne? Schon, das druckt halt und das ist oft, hat das mit sehr viele Frequenzen auf einmal und viel Druck und ja, Zustände, die sich da ergibt und ja. Man weiß ja nicht, was ihr alle zu Hause hat, ne? Aber das ist schon anders und ich glaube, ja. Also wir haben, wie so viele, haben wir uns am Anfang so, ey, wir wollen da irgendwie auch ein bisschen was weitermachen und haben wir was gemacht und haben wir nochmal was gemacht und nochmal und ich glaube, wir sind jetzt auch so, ja. Muss man gucken, so, ne? Ich finde es persönlich jetzt, haben wir auch noch gar nicht jetzt so ausgekaspert, ob wir das jetzt unbedingt immer weitermachen. Mhm. Ich finde, die Diskussion war schon mal da, irgendwie, dass vielleicht cool wäre. Da muss man auch sagen, es ist schon immer ein ganzer extra Aufwand nochmal. So eine Veranstaltung zu wuppen und dann die ganzen Technikkrams drumherum. Und wenn das nice aussehen soll, dann ist es dann auch nochmal Aufwand. Ja. Ja, wir merken das jetzt ehrlich gesagt auch so, ne? Also keine Ahnung, alle zwei Wochen Plattenfroster seit Mai 2020 irgendwie so, das ist schon immer wieder, denkt man so, buff, was hat man sich da für einen Schuh angezogen? Weil das halt echt, du musst halt immer schieben, kannst nicht aufhören. Ja, voll. Und das ist schon eine krasse Sache. Ein Konzertveranstalten ist wesentlich entspannter und auch geiler irgendwie so. Auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, ich meine, ich bin ja dann auch noch da nebenher so Künstler und merke das bei meinen eigenen Sachen auch immer wieder, das ist schon geil, wenn man so was archiviert hat oder was zum Zeigen hat oder was auch vielleicht ohne, dass ich es jetzt jemandem zeige, so ein Eigenleben online hat und so eine Sichtbarkeit und Leute mal kurz gucken können und ob es jetzt ist für ein Booking interessant findet und der sich kurz die Veranstaltung anguckt und irgendwie sich was vorstellen kann oder Freunde, Familie, Menschen, bei denen man sich bewirbt. Genau, Oma in der Harsch-Neues-Session dabei. Voll, genau. Harsch-Neues mit Omi, ja. Aber es ist, ne, als Staubsauger noch. Wo man sich jetzt so ein bisschen bewegen kann, ist es cool, aber es war schon nach einem Mal, wo das so, okay, Leute von weit her irgendwie in die Öffis 4 Stunden draufzusetzen, um eine halbe Stunde im Internet zu dödeln, so, keine Ahnung, das ist schwierig. Ja. Ne? Und es gibt viele Formate, wir haben ja eine Radioshow irgendwie auch gemacht, wo du auch dabei warst, Radio ein bisschen Krisi, davon. Ne? Ja. Wollte ich gerade sagen, kann man auch auf anachronism.de findet man das. Ja. Aber das ging aber auch, ne? Das war so eine 3-Stunden-Session. Das war eine 3-Stunden-Session mit 12 Selections von... Ja, wobei man da so, wir haben ja die Konzertmitschnitte komplett gespielt. Genau, Und dann... Da gibt es auch Timestamps, man kann da durchklicken, muss jetzt nicht eine 3-stündige Session da mit. Genau, wenn man heute hier so ein bisschen so zuhört und sagt, so, was gibt es da noch mehr und hat das Bock, nur mal auf die Straße mitzunehmen mit Kopfhörer so, Radio und Gresi, die Session war eigentlich ganz witzig. Auf jeden Fall. Hinten raus ein bisschen feucht fröhlich, aber war für uns auch eine schicke Runde. So ja, so ein typisches Zoom-Meeting. wie es alle kennen soll, ja. Mhm. Auch da, so, ich meine, die Förderung hat man so ein bisschen gerade so, aber so, ich habe schon den Eindruck, dass Leute, die mit der Musik gar nichts anfangen, die nicht verstehen, was ist das, da stecken Leute Kabel, drehen dann Knöppis rum irgendwie so und es wummert kräftig aus einer Anlage. Wie kamt ihr oder wie kamst du und du, wie kamt ihr zu der Mucke und selber dazu aufzubauen, zu schrauben und da sich so reinzukrätschen? Das kommt ja nicht von null auf irgendwie so, dass du sagst so, hier 12 Jahre, Haarschneiß, geil irgendwie. Also ich bin quasi hier aufgewachsen musikalisch auf der Stubnitz und habe da über Jahre so eine Musik, ein Musikrepertoire, was ich mir gefallen hat, was ich gesehen hat, übelst viele kranke Sachen und coole Zeug und da war die Zugang einfach leichter. Ich muss da auch irgendwie dran, die Anlage ist so toll. Ich kaufe mir auch jetzt ein paar Geräte und stelle mir auf die Bühne. Und dann war ich zufällig auch Veranstalter irgendwann und hat mir dann Sachen zurechtgelegt. Selber gebucht. Naja, also ich glaube, das ist nicht, da bin ich nicht der einzige Booker, die sich auch selber mal gerne spielt. Aber es war auf jeden Fall, also das Schiff mit so die Möglichkeit, also du kriegst immer Inspiration und bist irgendwie auch unsere Serie jetzt, davon jeden Mal gegen dann so, das wäre toll, ein bisschen mehr in die Richtung und kriegt da sehr viel Inspiration. Ja. Also sagen, also ich glaube hauptsächlich von hier und der Pudel. Ja. Shoutout zum Pudel auch. Shoutout zum Pudel. Ja. Wie ist das bei dir so gelaufen?
Also schon immer irgendwie musikaffin und irgendwie alle möglichen Musikrichtungen tatsächlich so über die Zeit durchgehört und irgendwie auch immer Bock gehabt, so Mucke zu machen, aber irgendwie früh aus der Musikschule raus und dann nie wieder so richtig irgendwie was angefangen oder so. Und dann kam das, ja, wie gesagt, ich mache so Kunst, Medienkunst, so verschiedenste Sachen auch. Und da habe ich meine Masterarbeit im Endeffekt so Klangmaschinen gebaut. Kam da irgendwie über verschiedene Inspirationen, so mit Mikrocontrollern und Motoren. Ja. Im Prinzip dann so Maschinen erstmal Musik oder Sound machen lassen. Und daraus hat sich dann im Prinzip so eine Bühnenpraxis entwickelt, so Improvisation, Live-Sound-Sachen machen, Loops machen, arbeite viel mit Max MSP noch. Ja. Und ja, viel herumexperimentieren, lange Zeit irgendwie immer nur mal, wie man das so macht, mal was aufnehmen und denken, oh, das könnte man so weiterentwickeln. Und dann irgendwann gedacht, ja, das so mal ausprobieren. Mhm. Und dann ist das eigentlich so, du hast gerade so was Interessantes gesagt, das habe ich gerade hängen geblieben, jetzt habe ich es wieder vergessen. Das dann, ja genau, mit den, da hat man Acts oder man sieht andere Musiker und denkt, ah, das wäre auch geil. Aber irgendwie, irgendwann passiert dann einfach irgendwas und dann kommen die Sachen so zusammen und dann baut es so auf und das, ja. Also der Zugang zur Musik ist auf jeden Fall das Erleben, was andere tun oder irgendwo zu sein, wo es krass ist oder wo es intensiv ist und dann halt selber frickeln einfach. Bei mir ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, so ein, ich mag gern so hypnotische Sachen, so selber hypnotisieren, dann auch viel beim Jammen eigentlich und dann über so ein... Ja, so geht es mir auch. Zum Beispiel vorher beim Spiel, es ist eigentlich nicht, also es ist so, geht's da auf eine Reise und nimmt da die Leute mit irgendwie. Das ist so eine Freeform irgendwie von gucken, was passiert. Schon einigermaßen Kontrolle darüber, aber so mitgehen und gucken, was passiert. Also das ist, glaube ich, auch das, wo man Leute dazu einladen kann. Also wer jetzt hier gerade zuschaut oder sowas, 5 Euro in Bremen, 5 Euro in Hamburg, alle haben die Chance herzukommen. So Anachronism ist ein so ein Ding. Und es wird es auch wieder geben, wenn das wieder geht. Auf jeden Fall. Ihr habt immer noch Bock und so? Auf jeden Fall. Ja. Alle haben Bock. Ja geil. Richtig heiß. Ja, dann würde ich mal sagen, hey, vielen Dank für den Einblick in Anachronism und viel Spaß beim Weitersteilen. So. Jo. Geil. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter, hören noch von Laure Böhr an Clip 2020. Habt ihr die hierher gebucht und nach Bremen? Genau, das kam mal noch in kurzen Anekdote. Das war immer geil, Anekdoten sind geil. Die haben hier gespielt und so, da war Kasimir von Bremen war auch mit und hat gespielt und hatte hier ein bisschen technische Schwierigkeiten. Sie hat das ganz gut gemacht, aber war ein bisschen problematisch. Ne, hier hat das gut gelaufen, dann kam man nach Bremen an und dann ist das da irgendwie plötzlich gecrashed und war ein bisschen, oh, was passiert jetzt hier? Ja. Und dann ist Laure Bohr und Abadir, die auf dem gleichen Abend hier davor und schon sich kennengelernt hat über den Abend und den nächsten Tag auch, haben die schnell zu deren Plätze gegangen und zu dritt eine richtig stabile Impro zusammen da hingelegt und hat sie, und das, ne, die waren schon voll vertraut, die haben viele Gespräche gehabt, so diese, wir persönlich, Musik und so, und dann waren die da zusammen und das war richtig schön zu sehen. Ne? Egal, auch da so, ja, selber Mucke machen, wahrscheinlich ist das, vielleicht kann das noch wichtig werden, auch für die eigene Psychohygiene und für alles. Ja, jede Person, die hier jetzt sitzt, irgendwie so hart, denkt, oh, ich habe mal hier in den Loopstation da und irgendwie, aber abends, komm, schreib uns an und mach mal was, ey. Das ist auf jeden Fall. Das ist ja so, geht ja mittlerweile im Handy fast schon. Ja. Loop-App, bei loop24.de oder so. Ja. Und dann geht's los. Cool. Anachronism, Casper, vielen Dank. Tomek, vielen Dank. Wir hören nachher noch gleich die Sechstes. Jetzt noch erstmal Laure Böhr aus dem Archiv und dann, warte mal, die Kamera. Bis gleich. Thank you.
Ja, da sind wir wieder, ne? Würde ich sagen. Zurück und vom Klavier. Zurück vom Klavier. Ihr wart eben gerade schon vom Klavier. Ja, was bleibt zu sagen? Wir sind auch schon fast am Ende angekommen unserer letzten Sendung vor der Sommerpause. Plattenfroster Television Folge 30 war das. Folge 30, ach, ja, genau. Muss man ja schon dazu sagen, weil dann weiß man auch, dass es vielleicht 30. Geburtstag gibt, so, wird man, feiert man normalerweise irgendwie echt ziemlich Champagne. Ja, keine Zeit für Präsente hier so. Nee. Deswegen immer weiter, weiter. Genau. Ja. Ja, an dieser Stelle vielen Dank an Munk Engel und an Paul Michael von Ganski und an Busexus, die gleich noch spielen werden. Und an die ganze Crew von Anachronism, die immer weiter hier auf jeden Fall am Schiff immer willkommen sind, am Start sind und hoffentlich weitermachen, auch in Bremen und die ganze Crew da. Geil, dass ihr das macht. Geil, dass ihr so eine Art von Mucke in die Welt rauspumpt. So. Es gibt auch Pop und nette Sachen. Fall. Und also, und, aber ich meine, wir hatten ja eh ein unglaublich breites Spektrum hier in den letzten 30 Sendungen von Pop, Hip-Hop, Punk, Jazz, Hardcore, Jazz, Punk, alles. Hardcore, ja. Noise, was bleibt noch? Ach, eine Menge Zwischengenres. Ja, ja, vor allem zwischendrin auch viel so. Zwischendrin auch viel. Ja. Schau da mal rein. Genau. Stubnitz, MS Stubnitz 701 auf YouTube, da ist alles zu sehen, auch die ganzen Gespräche so über ganz viele Themen mit ganz vielen Leuten, die sich viel Gedanken gemacht haben, die sich echt einen rausgepresst haben, da ein paar gute Gedanken über die aktuelle Lage von aktueller Musik irgendwie an den Start zu bringen. Viele Lernfragen, viele Dinge, die offen sind und auch immer noch weiter offen bleiben werden, wie das für uns alles weitergeht. So, auch wenn das immer so alles heiter ist, irgendwie so als Kultur machen, Musik machen, ist eigentlich eine ziemlich anstrengende Nummer teilweise so. Und nicht nur mit Corona, sondern insgesamt immer so ein bisschen Existenzkampf auch, ne? Aber macht ja Spaß. Ja, sonst wird man es ja nicht tun, ne? Und ja, sein quasi letztes Hemd für mehr hat halt nicht mehr gereicht. Ja, bei dir ist es schon so ein halbes Hemd noch. Ein halbes Hemd, ja. Genau. Und tja, genau, das bleibt an dieser Stelle zu sagen. Und vor allen Dingen bleibt an dieser Stelle zu sagen, wir machen jetzt dann Pause nach dieser Sendung und geht raus, Kultursommer geht los, genießt es, zieht euch Sachen rein, überall in der Stadt wird was passieren. Die unterschiedlichsten Sachen, genießt es, solange ihr noch könnt, solange wir noch können, bevor uns hier in der, naja, man weiß ja nicht, was da irgendwie noch so anrollt Richtung Herbst. Wie viel griechisches Alphabet wir noch lernen müssen. Genau. Ich hoffe, wir sind im September wieder am Start und wir hoffen natürlich auch mit Publikum. Genau, was lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank an alle, die uns mitstreamen auf Facebook. So, es ist eine ganze Gruppe an vielen verschiedenen Freundesnetzwerken, keine Ahnung, Seiten, die da gucken, dass wir ein bisschen Reichweite kriegen. Geil, dass ihr immer noch zuschaut, wenn ihr noch da seid. Also ihr seht das eh nur, wenn ihr noch da seid, aber später genau, auf YouTube nochmal voll Meta. Wahnsinn. Ja, und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig auch nochmal an alle vielen, vielen, vielen Helfer und mitarbeitenden Menschen, die an Crew, ja, die das hier alles so möglich machen, dass wir das überhaupt machen können. Props. Ja, und die viel, viel Zeit und Mühe in den letzten 30 Folgen, in den letzten Zeit, wann haben wir angefangen? Mai letzten Jahres, ja, ne? Herzblut ins Projekt gepumpt, ne? Herzblut ins Projekt gepumpt. Ja. Genau. Und in diesem Sinne, einen schönen Sommer, bis bald und los geht's mit Busexus. Could not shut the fuck up, make sense for Metropolis.
Something strange. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Marcello Busato. Oder? And my name is Dr. Henkels and I'm the German of the group. And we are Busexos. Los, gehst du. And I have to say thank you for MS Stuttgart and for everything and to be here on stage one more time. No, shitty time. It really meant a lot for us. We have a great time. Thank you. Yes, we love you.